Ja Leute, herzlich willkommen beim Car Technik and Repair Channel. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man einem Golf 4 den Service zurücksetzt oder den Ölservice zurücksetzt. Ist auch baugleich mit einem Passat 3B oder Bora, ist die gleiche Vorgehensweise. Und ich zeige euch jetzt, wie man quasi das zurücksetzt. Ihr werdet wahrscheinlich genau die gleiche Anzeige haben. Ihr macht den Zündung an und seht Service and Öl. So, und seht, er fängt an zu blinken. Und das machen wir jetzt weg. Ganz einfach. Ja, musste warten, bis mein Radio fertig ist. So, jetzt können wir weitermachen. Schlüssel rein. Stellung 1. Und dann nehmt ihr den rechten Knopf. Gedrückt halten. Dabei dann die Zündung anmachen. Dann geht ihr rüber auf den linken Knopf. Und einfach nach rechts. Und Service ist resettet. Ich mache jetzt einfach zurück. Einmal testen. Und siehe da, Service ist zurückgesetzt. Ihr könnt wieder ganz normal starten, ohne dass euch die Anzeige den Hinweis gibt, dass ihr den Service ausführen müsst. So, ja, und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like hinterlassen. Ich danke euch, euer Million Daumen Run. Ciao.